Alles Gute. Mein Name ist Birte Schlinkmeier. Bereits seit 15 Jahren arbeite ich hier in der Reha-Klinik Bad Oeyxen als Breast Care Nurse, Selbsthilfebeauftragte, Mama-Care-Trainerin. Und heute führe ich ein Interview mit Claudia. Aber Claudia, ich würde dich bitten, dass du dich selber vorstellst, ein bisschen was du dir erzählst und ja, fang mal an. Ja, also mein Name ist Claudia, ich bin 48 Jahre alt, bin letztes Jahr im Januar an Krebs erkrankt, da habe ich die erste Diagnose bekommen. Ja. Mit Lymphknotenmetastasen, so eine ganz klitzekleine Lungenmetastase, also kein besonders guter Status. Und habe mich dann durch Chemo, OPs, Bestrahlung gekämpft. Und dieses Jahr hat es mich nochmal erwischt mit einer Hirnmetastase. Mhm. Ja. Du bist ja das zweite Mal bei uns, richtig, Claudia. Genau, ich war im Februar das erste Mal hier. Genau. Nach der letzten Therapie letztes Jahr, die war dann so im November abgeschlossen. Und bei mir ist die Reha ein bisschen verspätet gewesen, weil ich mir noch das Bein gebrochen habe. Ich erinnere mich. Ich lasse nichts aus. Ja, und da war ich im Februar halt hier in der Reha und jetzt nach meiner Gehirn-OP habe ich mich dann auch nochmal entschieden, hier in die Reha zu gehen. Ja, wir beide kennen uns dadurch auch schon relativ gut, duzen uns auch. Ja. Und Claudia, wenn ich dich jetzt frage, oder ich frage dich mal, warum hast du dich eigentlich überhaupt mal ursprünglich für eine Reha entschieden? Ja, also ganz am Anfang habe ich mich ehrlich gesagt, Anfang des Jahres, wo es hieß Reha, nicht Reha, habe ich mich ein bisschen schwer getan. Ich habe noch nie eine Reha gemacht, noch nie eine Kur mitgemacht und habe gesagt, nee, brauchst du das oder brauchst du das nicht? Und dann hat mich aber meine ehemalige Klassenkameradin von Narea überzeugt und die war auch hier in Bad Oeyxen. Mhm. Und dann habe ich den Tipp einfach erstmal beim ersten Mal einfach diesen Tipp erstmal angenommen. Ich hatte noch gar keinen Plan, wo willst du überhaupt hin? Aber habe mich dann für Bad Oeyxen entschieden. Mhm. Und das zweite Mal habe ich mich für Bad Oeyxen ganz bewusst entschieden, weil ich es einfach hier toll fand. Und also vom Themenumfang her, du bist ja nun auch, ne? Du bist da oben rum. Ja. Und ich fand mich hier gut aufgehoben, schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dieses Mal finde ich die Reha noch besser wie im Februar beim ersten Mal, weil ich einfach beim ersten Mal schon einiges mitgenommen habe und wusste jetzt, was kommt auf dich zu. Ne? Und das ist ein ganz anderer Status, wie wenn man, also gar keine Ahnung, gerade so am Anfang habe ich mich ein bisschen schwer getan damit. Wenn du zusammenfasst, was hat dir jetzt besonders gut getan? Also wo siehst du so deine größten Fortschritte nach der Körperlich. Ja, würde ich auch denken. Also, wenn man mal bedenkt, bei dieser jetzigen Reha bin ich mit dem Rollstuhl angereist. Ich erinnere mich, und habe die ersten zwei Tage wirklich, also es war wirklich ein Schleichen. Es war kein Gehen, es war kein Laufen, es war ein Schleichen und Schwanken. Mhm. Und ich habe hier eine Top-Physiotherapeutin, wirklich, die möchte ich am liebsten mit nach Hause nehmen. Geht leider nicht. Und die hat mich wirklich wieder richtig in Schwung gebracht, muss ich sagen. Also wenn man den Unterschied jetzt sieht, ne, ich laufe ja jetzt schon ohne Rollstuhl hier durch die Gegend. Ich mache zwar überall Päuschen, aber ich muss sagen, das hat mir am allermeisten was gebracht, dass ich hier körperlich wieder so ein bisschen auf die Reihe komme. Gibt es so Programme oder etwas, was du besonders hier in Oeyxen hervorheben würdest? Ich meine, durch zwei Aufenthalte kannst du die Klinik ganz gut beurteilen. Du kennst sie gut. Ja. Ich weiß, dass du den Park liebst. Das nehme ich schon mal vorweg. Ja, genau. Also der Park, das ist so meins. Also ich finde, was ich besonders schön finde, man sieht es vielleicht hier auch im Hintergrund, Bad Oeyxen liegt wirklich nicht in so einem Zentrum, sondern auch schön abseits in der Natur. Und ich liebe einfach, es in der Natur zu sein. Das gibt mir auch unheimlich viel. Manchmal sogar mehr wie irgendwelche Therapien oder so. Also einfach rausgehen in der Natur. Der Park hier, der ist mega, also da könnte ich mich am liebsten den ganzen Tag aufhalten, meinetwegen können wir auch die Therapien nach draußen legen, also es ist wirklich wunderschön hier, kann man wirklich nur jedem ans Herz legen. Das gefällt mir am besten und dieses Umfangreiche, was zum Thema Brustkrebs. Mhm. Also da war ich vorher ziemlich unaufgeklärt, wo ich hierher gekommen bin, weil man bekommt auch von Ärzten nicht unbedingt immer sonderlich viel Aufklärung und da habe ich hier mehr mitgenommen, wie das, was ich vorher an Informationen hatte. Ne? Schön. Und das fand ich echt sehr, sehr gut. Und deswegen habe ich mich bewusst nochmal entschieden, hierher zu kommen. Was ja eine tolle Entscheidung war, weil ja, so haben wir beide uns wieder gesehen. Genau. Eine wirklich schöne Zeit ja auch hier miteinander wieder gehabt, Claudia. Ja. Ja, das waren so eigentlich meine Fragen an dich. Ich danke dir für die ehrlichen und offenen Antworten. Mhm. Und natürlich wünsche ich dir von Herzen weiterhin alles Gute, Claudia. Dankeschön. Und wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank. Danke dir.